sehe das als politische Notwehr der Bauern, was sie hier machen. Meine Damen und Herren, das sind Ernährer unserer Bevölkerung, die seit Jahrtausenden dafür sorgen, dass wir heute hier überhaupt sitzen, dass unsere Kühlschränke voll sind, dass wir in Deutschland mit den niedrigsten Ausgaben für Lebensmittel in der ganzen Welt haben. Diese Leute sollen sich täglich rechtfertigen müssen, warum sie nicht noch mehr arbeiten, nicht noch mehr Steuern zahlen. Denen wird immer noch mehr das Wasser abgegraben und von Leuten, die eine Kuh von einer Sau nicht unterscheiden können, täglich ein neues Gesetz ans Bein gebunden und denen gesagt, wie sie ihre Höfe anders bewirtschaften müssen. Ich rufe sie auf, die Özdemirs, die Lindners, die Ricarda Langs, die Baerbocks. Sie sollen sich doch einen Bauernhof pachten, sollen uns zeigen, wie es geht, sollen billig und gut arbeiten, möglichst viel arbeiten und möglichst ökologisch und ohne Pflanzenschutz und ohne Dünger und ohne, dass die Kuh pupst, und sollen weiterhin die Bevölkerung ernähren. Ich würde Ihnen sagen, dieses Experiment würde scheitern und wir würden am Ende verhungern.